Hallo, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ihr habt vorhin 15 Minuten schweigend hier gestanden. Solltet ihr mal in Untersuchungshaft kommen, dann habt ihr 23 Stunden in eurer Zelle und eine Stunde Hofgang. Ihr habt vielleicht gemerkt, wie anstrengend diese 15 Minuten waren. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie anstrengend das ist, wenn man in Untersuchungshaft sitzt und 23 Stunden am Tag im Prinzip in seiner Zelle sitzt. Genau. Und Michael hat das Glück in diesem Fall, dass wir viel Zeit miteinander verbringen können, weil der Verteidiger, ich bin einer seiner Verteidiger, der Verteidiger mit dem Angeklagten oder mit dem Angeschuldigten, ist ja eigentlich der Beschuldigter, das ist ja der richtige Ausdruck, er ist Verdächtiger einer Straftat, dass der mit seinem Verteidiger sprechen darf. Und ich bin einer der wenigen, der gerade Kontakt zu ihm hat, und ich spreche eigentlich jeden Tag 3 Stunden mit ihm. Wir können über Skype miteinander reden, und das für mich völlig Erstaunliche ist, dass Michael jeden Tag mit einem Lächeln dorthin kommt. Und Michael Ballweg kann man nicht brechen. Man kann versuchen, was man will. Genau so, wie ihr ihn kennengelernt habt, wie ihr ihn erlebt habt, wie ihr ihn auf den Demos erlebt habt, ist er auch jetzt immer noch. Man könnte ja verzweifeln, wenn man in Haft sitzt, insbesondere wenn man unschuldig in Haft sitzt. Wenn man weiß, dass man da unschuldig sitzt, dass man nichts getan hat, dass einem ein völlig absurder Vorwurf gemacht wird. Wenn man dort sitzt, könnte man verzweifeln und könnte innerlich zerbrechen. Und Michael Ballweg ist genau der Mensch, der das nicht tut. Er sagte zu mir relativ am Anfang, naja, ich wollte ohnehin ins Kloster gehen, und jetzt hat mir das Schicksal eine andere Aufgabe gestellt, aber genau das ist Michael Ballweg. Er sagt, ich nehme diese Aufgabe an. Ich nehme sie so an, wie sie jetzt auf mich zukommt. Ich meditiere viel, ich kommuniziere viel mit den Menschen da draußen, die ihm ja unglaublich viel schreiben. Ihr macht das ja, er schreibt auch ganz viel zurück. Da die Staatsanwältin das aber alles liest, dauert es ein bisschen, bis es bei euch ankommt. Aber er macht das, das heißt, Michael nimmt diese Aufgabe an und er verzweifelt nicht. Und genau das, so wie ihr seid, wie gerade die Stimmung hier wieder ist, wie die Stimmung auf jeder Querdenker-Demo ist, genauso ist Michael auch. Er spürt überhaupt keinen Hass in sich, er spürt keine Wut in sich, sondern er ist genau dieser freundliche Mensch, der sagt, wir müssen alle zusammenhalten, es werden noch schwerere Zeiten auf uns zukommen, aber in diesen schweren Zeiten dürfen wir nicht verzagen, wir dürfen nicht nach hinten gucken und gucken, was war, sondern wir müssen nach vorne gucken und uns überlegen, was können wir machen, was können wir aus der Zukunft machen, wie können wir die Zukunft besser machen. Das sagt er mir quasi jeden Tag. Es ist unsere Aufgabe, einfach nach vorne zu gucken, und er möchte das auch gerne von euch. Er sagt, wenn ihr Briefe schreibt, schreibt einfach, welche Aktionen ihr macht, was ihr macht, womit ihr euch gerade beschäftigt, was für euch das Wichtige ist, auch für die Zukunft, und habt keinen Hass auf diejenigen, die das mit uns tun, was sie gerade tun, habt keinen Hass auf das System, sondern verändert es dadurch, dass ihr etwas anders macht. Das ist deine Botschaft. Das ist die Botschaft von Querdenken, und das ist das, was ihm immer wichtig war. Und gerade, du hast das gerade hier gesagt, hier sind nur die unbekannten Opas und Omas aus dem Kraichgau. Nein, genau das war die Idee doch von Querdenken, dass Menschen in die Selbstbestimmung gehen und die Dinge machen. Michael springt da drin gerade rum und freut sich, dass es euch gibt, dass ihr diesen Mut gehabt habt und diese Dinge tut, und dass ihr alle diesen Mut habt, dass ihr die Dinge macht, dass ihr Demonstrationen organisiert, dass ihr Montagsspaziergänge macht, dass ihr gallische Dörfer baut, dass ihr, egal was eure Intention, es werden Zeitungen gemacht, Klartext im Rhein-Main ist mittlerweile ziemlich etabliert. Es gibt so viele Aktionen, so viele Menschen machen so vieles. Und egal, wer versucht zu spalten, wenn man jetzt gerade wieder sieht, gestern war der Million March in Frankfurt, und was berichtet der Hessische Rundfunk? Der Hessische Rundfunk sagt, die Querdenker sind auch wieder marschiert. Das heißt, jeder, der versucht zu verhindern, zu sagen, er sei ein Querdenker, belügt sich selbst. Denn jeder von euch ist ein Querdenker. Jeder von euch...
da gibt es so komische Menschen, die behaupten, ja, ich bin kein Querdenker, ich bin ein Selbstdenker. Das ist doch Quatsch, jeder Querdenker ist doch ein Selbstdenker. Das ist doch genau, das ist doch identisch. Ich will euch noch zwei Dinge zu der aktuellen juristischen Situation sagen. Punkt 1. Ganz viele Leute fragen natürlich, die Polizei schickt gerade diese Fragebögen rum, was sollen wir eigentlich damit machen? Ich bin sein Verteidiger, ich darf dazu nicht viel sagen. Ich kann euch nur eins sagen, schreibt schlicht die Wahrheit rein. Schreibt einfach die Wahrheit rein. Schreibt da rein, warum ihr Geld gespendet habt. Schreibt da rein, wann ihr Geld gespendet habt oder geschenkt habt. Der Begriff ist eigentlich egal. Gespendet ist der steuerrechtliche Begriff, geschenkt ist der zivilrechtliche Begriff. Schreibt einfach die Wahrheit rein, weil es ist egal. Weil das ist doch auch die Botschaft von Querdenken. Wir sagen immer die Wahrheit und wir bleiben in der Wahrheit. Und das schadet überhaupt nicht, da reinzuschreiben, was ihr gemacht habt, weil wenn ihr das Geld geschenkt habt, weil ihr wolltet, dass damit eine bestimmte Demo finanziert wird, dann ist das in Ordnung. Und wenn ihr da reinschreibt, dass ihr das Geld gegeben habt, weil ihr meintet, Michael macht so tolle Demos und der soll einfach unterstützt werden, dann ist das auch in Ordnung. Das Ding ist... Michael Ballweg hat erheblich mehr Geld ausgegeben, als er eingenommen hat. Und deswegen ist es völlig, und ich sage es jetzt ziemlich hart, es ist völlig scheißegal, warum ihr dieses Geld gegeben habt, weil er hat es genau dafür genutzt, wofür ihr es gegeben habt. Und deswegen könnt ihr da reinschreiben, was auch immer. Ansonsten ist letzte Woche Dienstag die weitere Haftbeschwerde zum Oberlandesgericht gegangen. Das ist also jetzt die nächste Stufe. Das Oberlandesgericht ist jetzt das oberste Gericht, was über diese Haftsache entscheiden kann. Das Ganze ist also, das Verfahren läuft so, es ist beim Landgericht eingereicht worden. Das Landgericht hat es jetzt überprüft und weitergegeben am Freitag zum Oberlandesgericht. Und das Oberlandesgericht muss jetzt entscheiden, ob Michael in Haft bleibt oder nicht. Da werden wir jetzt sehen, was dabei rauskommt. Bisher haben die Gerichte sich nicht sonderlich für das interessiert, was wir gesagt haben. Also insbesondere haben sowohl das Amts- als auch das Landgericht gesagt, es ist völlig egal, ob er mehr Geld ausgegeben hat, als er eingenommen hat, weil er hat doch an irgendeinem Moment hat er doch mal ein bisschen Bargeld rausgenommen. Was hat er denn genau mit diesem Bargeld gemacht? Das ist die Frage, die sie stellen. Und wir sagen, Moment, ihr habt 1,3 Millionen ermittelt, die er eingenommen hat, und wir haben jetzt hier schon etwas mehr als 1,5 Millionen belegt, die er ausgegeben hat. Das heißt doch, er hat mehr ausgegeben, als er eingenommen hat. Ja, aber was ist denn mit diesem Bargeld? So läuft das gerade und das ist kein Rechtsstaat. Und das geht leider nicht nur Michael Ballweg so, sondern wir hatten es jetzt vor kurzem, es gab eine Studie, 4 von 5 Untersuchungshäftlingen sitzen zu Unrecht in Untersuchungshaft. Weil hier in Deutschland gilt das alte Mafia-Prinzip. Es ist tatsächlich das alte Mafia-Prinzip. Wenn die Staatsanwaltschaft Angst hat, dass jemand ein Straftäter sein könnte, dann sagt die Staatsanwaltschaft, besser deine Mama weint als meine. Und das heißt, dann entscheidet der Staatsanwalt, ich mache hier einen Haftbefehl, weil es ist besser, ein Michael Ballweg sitzt unschuldig in Haft, als er haut nachher ab und ich als Staatsanwältin verliere meine Karriere. Genauso denkt auch ein Richter am Amtsgericht. Und das ist das Problem. Das passiert jeder von euch, der jemals mit der Justiz in dieser Form zu tun hatte, der wird merken, dass es genau darum geht. Es wird irgendetwas erfunden, irgendetwas kreiert, damit man sagen kann, ja, hier ist eine Straftat. Und dann bauen sie noch die Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr oder irgendwas drauf und dann bleibt jemand erstmal in Haft. Und es gibt nicht so viele Menschen, die wie Michael so viele Freunde um sich herum haben, dass sie unterstützt werden. Aber Michael hat mittlerweile viele Menschen dort in der JVA kennengelernt und er kennt auch viele Menschen, die dort sind, tatsächlich auch schon seit langer Zeit sind und unschuldig. Und wo eben einfach die Ermittlungen nicht weitergeführt werden oder ähnliches. Also das ist ein typisches deutsches Justizproblem. Das heißt also, Michael hat zwei Probleme. Er hat das Justizproblem
Und er hat das Problem, dass er als natürlich prominente politische Figur nicht rausgelassen wird. Das heißt also, die haben jetzt wahnsinnige Angst, ihn rauszulassen. Weil wenn Michael Ballweg unschuldig aus der Haft entlassen wird, was ist in diesem Land los? Weil dann wird es so offensichtlich, was hier passiert, dass eben Menschen, die politisch aktiv sind, zu Unrecht in Haft genommen werden, in die Fänge der Justiz kommen, damit man eben politisch aktive Menschen verhindert. Das ist das Problem und deswegen ist er natürlich auch ein politischer Gefangener. Will ich aber noch mal ein paar positive Dinge sagen. Also Michael spürt unglaublich die Energie, die von euch kommt. Das spürt er da drin und er merkt das auch. Und wie gesagt, er begrüßt mich jeden Tag mit einem Lächeln. Es geht ihm relativ gut. Das heißt, er meditiert viel. Er ist absolut in seiner Mitte. Er nimmt diese ganze Sache als Prüfung an. Er hat den Kontakt zu euch, gerade über diese Briefe. Das tut ihm sehr gut. Da freut er sich drüber. Er antwortet ja auch auf die Briefe. Und wer Michael kennt, weiß, der sitzt da drin auch nicht untätig. Ich darf jetzt nicht alles erzählen, was er gemacht hat, aber es ist unglaublich. Wenn der Tag ist, wo er rauskommt und wir dann gemeinsam erzählen werden, was er alles gemacht hat, das ist wirklich, ihr werdet die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also er antwortet natürlich auf die Briefe. Er hat dort drin sein Buch zu Ende geschrieben. Das heißt, wenn er rauskommt, wird ein Buch erscheinen über seine Zeit. Er hat sich in das Gefängnis einen wunderbaren Bildband über die Demonstration, ich glaube, das ist die vom 29.08. in Berlin, schicken lassen. Das hat er mittlerweile sehr vielen Mithäftlingen gezeigt und die Mithäftlinge sind mittlerweile überzeugt, dass Querdenken eine sehr gute Idee ist. Er sagte dann, die haben da reingeguckt und haben gesagt, das sind ja ganz normale Menschen. Das heißt, die bisher über Tagesschau oder ZDF heute oder was auch immer ihre Informationen hatten, die guckten in so ein Bildband rein und haben dann gesagt, mein Gott, da sind ja gar keine Nazis. Das heißt also, Michael ist auch da drin sehr aktiv. Es werden dann viele Querdenker rauskommen. Und er wird jetzt aus dem Gefängnis heraus eine Stiftung schaffen, und zwar eine Stiftung zur Unterstützung von Menschen, die zu Unrecht in Untersuchungshaft sind. Ich glaube nämlich, wenn der Staat sich mit jemandem anlegen will, dann sollte er sich nicht mit Michael Ballweg anlegen. Denn der Weg der Liebe, der Wahrheit und der Selbstbestimmung wird immer der Weg sein, der sich am Ende durchsetzt. Da kann noch so viel Kraft, noch so viel Waffen, noch so viel Gewalt, noch so viel Brutalität auf der anderen Seite stehen. Liebe wird sich immer durchsetzen. Die Wahrheit wird sich auch immer durchsetzen. Und die Menschen, die selbstbestimmt sind. Ich höre so viele Menschen mittlerweile, die sagen, mein Gott, hätte ich mal auf euch gehört, hätte ich mich nicht impfen lassen. Die selbstbestimmten Menschen setzen sich am Ende immer, immer durch. Das ist Michaels Weg. Das ist Michaels Weg, das ist euer Weg und diesen Weg werden wir so lange gehen, bis diese Gesellschaft eine bessere ist. Vielen Dank.